So Leute, wieder herzlich willkommen. Ich muss vorher was klarstellen, was mich persönlich auch ziemlich, was mir ein bisschen auf den Senkel geht. Und zwar ist die Aufnahme jetzt ein bisschen versaut. Ich habe weiter gespielt. Ihr wisst ja, das Kabel hat wieder Probleme gemacht, hat wieder ein bisschen gekratzt. Ganz selten zur Zeit. Seitdem das alte Mischpult kaputt war, ist das jetzt so. Ich weiß nicht, woran es immer noch liegt. Und ja, jedenfalls habe ich dann wieder weiter aufgenommen, habe das Kabel vom Mischpult kurz rausgezogen, wieder reingesteckt. Und ab da hat es den Sound vom Spiel und von meiner Stimme nicht mehr aufgenommen. Deswegen erzähle ich euch jetzt einmal, wie es weiterging. Es sind etwa 10 Minuten Material, die verloren ging. Wir haben da wieder ein bisschen rumgeschossen, wieder bam, 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 ein bisschen Muni gefunden, haben es gerade noch so alles geschafft. Jedenfalls haben wir die Tür reingestürmt. Sind wir so reingestürmt und da wurde der Typ, der Chef von denen erschossen, von Bourbon. Aber in dieser Zeit wurde auch noch Bourbon erschossen von dem Chef. Also ein bisschen so gleichzeitig, kann man fast sagen. Und wir haben einen neuen Typen kennengelernt, der dann auch von so einem Schacht reingesprungen kam. Ein bisschen verwirrend und hat uns auch vorher ein bisschen geholfen. Ganz komisch alles. Und ja, dem folgen wir jetzt. Ja, ich hoffe, es reicht euch ein bisschen. Mich nervt es auch ja ein bisschen. So, dann machen wir weiter. Ich weiß es für beim nächsten Mal, dass ich die Aufnahme dann neu machen muss. Bis. So, jetzt geht's weiter. Gut. Grünes Licht. Warum auch immer. Hier sind keine Lampen. Ach nee, diese grünen Leuchtpilze sind wieder da. Gut. Ich glaube, der heißt Khan oder so. Ich weiß es nicht. Khan. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Woher weißt du das? Naja, gut. Wahrscheinlich ist er schon mal hier gewesen. Autoreifen. Wer sammelt so viele Autoreifen? Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Wie geht das? Wie mach ich das? Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ich will hier weg. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Er scheint sich sehr gut auszukennen. Ich mag das, wenn der bei mir ist. Ja, ich folge dir. Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Ich dachte, hier kommt nie einer hin. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Oh. Okay. Immer nach vorne schauen. Mach ich. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Da läuft was. Hilfe? Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Oh, fuck. Gehen wir. Also, wie krank ist das hier? Gott. Wir haben wieder keine Fahrkarte. Das wird wieder bestimmt eine rasante Fahrt. Ja. Gibt's was? Das ist eine Silhouette. Mama? Wo bist du? Mama! Alter! Ich will hier raus. Sofort. Du sollst mir helfen und nicht irgendwelche Gruselgeschichten erzählen und mich dann umbringen fast. Ich bin jetzt schon psychisch fast kaputt daran. Böser Junge. Zur Seite, Artyom.
Ein Zug. Ein Geisterzug? Du bist krank. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Okay, das Spiel ist eindeutig krasser, als ich irgendwie vermutet habe. Gehen wir. Die Pilze sind immer noch ziemlich grün. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal meine Gasmaske. Immer nach vorne schauen. Okay. Ich drehe mich jetzt nicht um. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Nee, oder? Das sind bestimmt viele. Folge mir, aber bleib hinter mir. Mach ich. Ich will mich jetzt auch wirklich nicht umdrehen. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterium. Alom rom om. Rom nam dam alom nam. Alter. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Du bist ziemlich hart. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Naja. Schon, kann ich die Gasmaske haben? Leider nein. Oh Gott, das könnt ihr mir nicht antun. Scheiße! Der Raum sieht irgendwie sehr böse aus. Psst. Was ist das? Ist das für ein Licht? Konzentrieren. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Es ist gerade sehr ruhig. Soll ich die Tür aufmachen? Scheiße! Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Okay. Ich weiß, ich habe sicher Munition vergessen. Es ist mir aber gerade egal. Ja, ich komme. Oh nein, Verstrahlung. Anomalie. Gott. Er war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Okay. Weiter geht's. Los geht's. Du hast immer so... Du bist eindeutig ein aufgeweckter alter Mann. Der vielleicht auch ein bisschen verrückt ist. Ich hätte jetzt übrigens nichts dagegen, wenn wir auf den Markt gehen und so einen Kakao schlürfen. Mit einem Schuss Milch wieder. Wie letztes Mal, als ich hier meine Heldentaten gezeigt habe.
Weißt du? Ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Wir laufen und du nicht bewegen. Während du weiterläufst. Oh, wir sind so am Arsch. Nicht bewegen. Ich hab mich bewegt, er sagt nochmal nicht bewegen. Das gefällt mir. Sind das die Schwarzen? Was ist das, Khan? Was ist das? Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Okay. Anomalie. Es werden immer mehr Monster. Irgendwie, sie seid langsam verrückt. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ja, das habe ich auch so langsam mitbekommen, dass es hier nicht sicher ist. Guten Tag, Herr Geselle. Verkaufen Sie vielleicht etwas? Wenigstens das Blut noch rot. Gleich sind wir eh wieder allein, das könnte ich sogar wetten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist was? Was ist jetzt? Da kommen ein paar Freunde auf uns zu. Alter, was hast du für ein... Die Viecher kommen zurück. Du hast ein Aiming wie Gott. Habt ihr es gesehen? Die sterben einfach. Wie machst du das? Okay. Das würde wohl doch ein bisschen mithelfen. Nee, der macht alles allein. Gefällt mir, mach weiter. Könnten nicht alle so wie du sein. Die fallen einfach um, wie die fliegen. Noch mehr. Können jetzt nicht der imaginäre Zug kommen? Na gut, dann merken wir auch ein bisschen am Arsch. Stillhalten, nicht einmischen. Das ist die Anomalie. Oh. Ziemlich nett. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Hehe. Du bist echt ein wahrer Held hier. Weißt du das? Wenn du irgendwann stirbst, dann sind wir alle tot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so einen treffe. Ich mag dich. Wollen wir Freunde bleiben? Ich wohne ab jetzt bei dir, okay? Ich gebe dir auch Miete und so. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Oh, den Wagen habe ich ja ziemlich gern. Ja, den habe ich sehr, sehr gern. So, Wagen in dem Spiel mag ich sehr. Oh, das ist jetzt aber hübsch. Sogar Blumenmuster. Oh Gott, funktioniert das noch? Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Naja, was... Du musst nicht antworten. Okay, wenn du meinst. Wir kommen bald an der verfluchten Station an.
Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Verfluchte Station. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Gibt's dann dort doch mehr solche imaginären, sag mal, Monster? Bitte nicht. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Ach, ja? Schön Kind weinen. Hierher! Oh, oh, echte Menschen. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, nein, Artyom. Nein, nein, bitte nicht. Hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Oh, du kommst mit. Du kommst mit. Finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Komm mit. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Nein. Versuche die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele ist. Ist ja schon mal ziemlich witzig. Och nee, Leute. Nicht jetzt. Schießt mal drauf. Nee, Leute, wisst ihr, das mache ich ein anderes Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Und tschüss.